Dann kannst du noch. Gibt's noch. Ein Kanzler wird er hier genannt. Wir wissen alle, was gemeint ist. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Oh, scheiße. Und hier ein Stromfett gefahren. Ach, hier, na toll. Sie sind der Jäger. Hier sind wir wieder. Sie sind die Gejagte. Fantastisch. Ich bin der Jäger. Wir müssen aufpassen. Wo wir lang fahren. Okay, die Zeitung ist nicht mehr da. Wir haben schon gelesen. Hier geht es scheinbar nicht lang. Hier ist denn hier lang. Scheinbar ja. Wir müssen ein bisschen besser aufpassen, wo wir lang laufen. Rollen. Hier ist hoch mit dem Fahrstuhl. Das war schlecht. Wir haben einen Arm gemacht. Die Leiter können wir schlecht hoch. Ach hier, Fahrstuhl. Und runter geht's. Ich glaube, das war ein Fehler. Jetzt kommen wir da selbst nicht mehr hoch. Was haben wir hier? Soldat Oskars Notiz. Kommandant Fischner. Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ich glaube, dass wir einen Notfallplan benötigen, was ein terroristischer Angriff stattfinden sollte. Terroristischer Angriff. So ein Müll. Ich bin mir sicher, dass Sie die Berichte gesehen, die Artikel gelesen und die Rede gehört haben, die General Straßneulich gehalten hat. Die irre Amerikaner richten überall, wo er auftaucht, Unheil an. Was passiert, wenn er hierher kommt? Gibt es auf dem U-Boot einen Ort, an dem wir Zuflucht finden können? Ich denke, dass wir uns dafür wappnen sollten. Gruß Oskar. Ja. Gewappnet haben sie sich. Fahren wir hier lang. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Der rollende Tod. Da
Bin ich hier unten? Nicht zu weit rollen. In den Arsch geschossen. Ach Scheiße, ich bin blind. Die Gesundheit nimmt ab. Na komm, Munition. Du bist ja auch nur du. Ja, am Arsch. Oha. Oh, Scheiße. Amnestie. Ich glaub, bist ja nur du. Rollstuhl. Ein neues, alter Mann. Ignoriere den Schmerz. Kehr irgendwie das Förderband um und dann zum Aufzug. Ist doch alles Elektro. Wie sollen wir da denn durchkommen? Nie kommen wir jemandem im Rollstuhl nicht durch. Ich habe Erfahrung aus Wolfenstein 1. Die mir nicht sehr viel helfen wird. Wenn ich hier von Nazis funktioniert bin. Treffer Skills. Mit 30 Energie ist das wirklich nicht so toll. Brauchen wir Heilung.
Wir sind hier nicht topfit. Kommt nur her. Ich warte auf euch. Ja, komm zu Daddy. Na, wo bist du? Trau dich. Sind doch bestimmt noch mehr. So, können wir das verdammte Ding umdrehen. So, drin war das verdammte Band um. Hier scheinbar nicht. Nochmal sorgfältig umschauen. Das muss hier irgendwo sein. Sonst wäre das nicht so gut bewacht. Sind wir nicht lang. Kommt doch durch, traut euch. Oh Scheiße, nicht gut. Tagebuch des Wiesenauer Rebellen M. Wir werden alle sterben, ich kann es spüren. Seit Tagen habe ich nicht geschlafen. Meine Träume sind bruchstückhaft, brutal, seltsam. Jedes Mal sehe ich Helens Gesicht, blutig die Hände, die Hälfte davon fehlt. Die Wache schreit auf, kein Schlaf mehr für mich, scheiß auf den Schlaf. Ich schreibe zum ersten Mal seit einer Ewigkeit. Vielleicht kann ich so klarer denken. Ich rede nicht mehr mit den anderen vom Wiesenauer Widerstand. Ich ertrage ihre Blicke nicht, ihre Stimmen. Ob wir sicher sind,
in ein Boot des verdammten Regimes kam. Das Gewürz hat es gestohlen, aber wie können wir uns sicher sein, dass wir nicht irgendwie ausspioniert werden? Niemand antwortet, niemand denkt nach. Caroline sagt, ich wäre zu negativ. Hat mich gebeten, die Sache mit positiver Energie anzugehen. Ich meine nur, scheiß auf die Sache. Die Menschheit ist am Ende. Das Regime hat gewonnen. Es ist aus. Sie haben verdammt nochmal gewonnen. Ich habe ein ruhiges Fleckchen gefunden. Weit von den anderen. Dort richte ich es mir so gut. Es geht gemütlich ein. Wo ich keine Leute sehen muss, wo ich keine unterernährten Gesichter und die starrenden Augen der Kranken ertragen muss, die zurückblicken wie Spiegel. Vielleicht wird es Zeit, dass ich schlafe. Und ich kann nicht. Ich habe zu viel Angst vor meinen Träumen. Endpunkt. Okay, ein kleines Rebellen versteckt. Verband umgekehrt. Auf geht's. Auf zurück. Der Rebellen. Oha. Anja. William, ich habe gebetet, dass du aufwachst. Oh. Ich bin eine Last. Sag doch nicht sowas. Komm. Du hast dich gerade im Rollstuhl durch eine Runde von Last gekämpft. Ein Last ist was anderes. Du bist dick geworden. Seth sagt, wir kriegen Zwillinge. Nicht jetzt, Kinder. Wenn sie überleben, können sie noch genug schmusen. Jetzt hoch mit ihnen. An Deck. An Deck. Gut festhalten, William. Oha. Guter Schuss, Max. Lächeln. Oh nein. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Seekrugen! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ach! Mutter? Das weißt du nicht! Dina! Ich hab doch gesagt, verbrennt es, bevor es Eier legt. Ja, Mutter. Das hat die Kinder. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht, die Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen. Nur ein ganz kleines. Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für dein Land! Und deine Familie! Was werden die Leute denken und sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Knarre als Tochter! Was für eine Schande! Los! Wange erhalten!
Ach, du bist den Aufwand nicht wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer! Ich lock ihn raus. Megafon! Ich rufe den Terroristen und Mörder William Joseph Blazkowicz, auch bekannt als Terror Billy. Ich bin bereit, das Leben ihrer Gefährten zu verschonen, wenn sie sich stellen. Die Türen sind offen. Kommen Sie allein. Nach mir wurde gerufen. Geh da nicht rein, William. Sie haben unsere Leute. Wir stecken in der Falle. Uns bleibt keine Wahl. Sie haben recht. Sie müssen von da oben irgendwie unser U-Boot losmachen. Ich will dich nicht verlieren. Du bist noch schwach, William. Du kannst nicht kämpfen. Ich schaff das schon. Heißt er? Halt! Wollen Sie uns mit Ihrem Rollstuhl überfahren? Komm schon! Festhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit Ihrer Rüstung. Oh Mann! Oh Mann! Halt die Schnauze! Was für ein Anblick. Die Anführerin kriecht in ihrem eigenen Dreck. Ich hoffe, die kriegen die Rüstung nicht. Blazkowicz, Sie sind wach. Was von mir übrig ist. Ich bringe Sie raus. Halten Sie durch, Carolina. Wie hat sie uns bloß gefunden? Ich hab's vermasselt. Sie hat uns gefunden. Ich hab vollkommen versagt. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blazkowicz? Ich glaube, dass Sie ein Monster sind. Hoch mit dem Tröppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind kein. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. So. Sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Verlassen. Das werden wir ja noch sehen. Danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Was zum... Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Mach schon, befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Ha? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Das schafft. Um Himmels Willen, stopp! Sag du! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch.
mit Perversion, mit Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Das habe ich nicht vor. Und Frieden für macht den Meister! Sie ein! Wie seltsam! Eben war sie noch am Leben und jetzt ist sie tot! Haben diese Augen die Angst, dein Kopf. Ich würde gern... Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch! Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken Fett. Oder vielleicht lieber hier. Was für eine Verrückte. Sigrun, zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Du wirst verlieren. Und nun zu Ihnen. Auch ein alter Freund von Ihnen, ja? Halt! Hör auf! Mutter, bitte hör auf! Es reicht aus dem Weg! Wir waren festgehalten von unserem Roboter, oder? Mister! Was ist los? Ziehen Sie das auf! Oh nein! Mein jetzt. Ja, ich auch noch. Ja, es ist klar, dass du sie nicht mehr erreichen kannst. Ja. Machen Sie es schnell! Was? Hey, ich bin nicht so kaltblütig wie Ihre Mutter. Danke hierfür. Ich kann Ihnen helfen. Naja. Ich weiß ja nicht, ob wir ihr vertrauen sollen. Damit können wir wieder laufen. Ich weiß ja nicht, ob wir sie am Leben lassen sollen. Leertaste Steuerung links. Reißen Sie sich zusammen, Wyatt. Reißen Sie sich. Viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. Okay.
So, wo kommen wir hin? So muss das.